Herzlich willkommen zum Premium Talk. Entscheidend ist auf dem Platz, aber verbal geht's hier in die Vollen. Regelmäßig mit der Schalker Aufstiegslegende Didi Schacht und wechselnden Gästen. Viel Spaß! Premium Talk, die dritte Folge. Heute wieder in den Räumen der Premium GmbH hier in Bocholt. Und wieder sehr hochkarätig besetzt. Ihr kennt schon das Duo Pick und Schacht. Didi Schacht auch heute wieder mit dabei. Gehörst ja auch zum Inventar des Podcasts. Ohne dich mache ich hier keinen Podcast. Deswegen schön, dass du wieder mit dabei bist. Didi, der wie kaum ein anderer für Schalke 04 steht. Und wir haben neben Blau-Weiß, ja, Blau-Weiß, Grün-Weiß, wie auch immer, kannst du gerne gleich selber was zu sagen. Auf jeden Fall einer der ganz erfolgreichen Torhüter der ersten Bundesliga. Zumindest damals hast du ja einen Titel nach dem anderen abgeräumt. Zweimal deutscher Meister, viermal Pokalsieger, Europapokal der Pokalsieger 92 und mit der Nationalmannschaft auch das ein oder andere Ding gewonnen. Olli Reck, schön, dass du da bist. Hallo, freut mich. Ja, wie darf ich dich denn einordnen? Bist du blau-weiß, bist du grün-weiß? Wo schlägt dein Herz? Naja, ich habe für beide Clubs 12 Jahre gearbeitet und das ist schon eine lange Epoche, muss man einfach so sehen. Also ich schaue natürlich immer sofort, wie Schalke gespielt hat und wie Werder gespielt hat. Ja, klar muss ich jetzt einmal erste Liga, zweite Liga schauen, aber andererseits halte ich mich schon genau, das ist so meine ersten Blickpunkte, wo ich hinschaue. Wenn man so lange für so zwei Clubs gespielt hat, dann muss man natürlich, ich habe dann auch noch gute Verbindungen dahin. Ich war zum Beispiel am Wochenende auch beim Spiel Schalke beim Heimspiel und gegen Braunschweig. Also ich bin immer noch eng mit beiden Vereinen verbunden. So gehört sich das, ne, Billy? Also Fußballverein, man sagt ja, sucht man sich nicht aus, aber gerade wenn man zwei so lange Epochen geprägt hat, 2x12 Jahre, ist es ja klar, dass das bleibt im Herzen, genau wie bei dir S04 immer im Herzen bleibt. Wie hast du aufs vergangene Fußballwochenende gesehen? War es für dich ein tatsächlich wunderschönes, weil ja Schalke gewonnen hat mit 1-0 gegen Braunschweig? Oder sagst du, naja gut, also Hausaufgaben gemacht, aber mehr war da auch nicht? Ja, erstmal bin ich natürlich froh, dass wir überhaupt gewonnen haben. 3 Punkte waren enorm wichtig, vor allen Dingen, wenn man sieht, wie der Spieltag gelaufen ist. Sicherlich ist es dann ein bisschen schöner, das Wochenende. Und vor allen Dingen, wenn man dann auch die Leute im Stadion sieht, wenn man die Mitarbeiter des Vereins sieht, alle haben dann mal wieder ein Lächeln auf den Lippen. Weil es geht ja nicht nur um den Klassenerhalt, es geht ja auch um die Arbeitsplätze, auch von den Mitarbeitern, muss man einfach so sehen. Genau, und auch deswegen sprechen wir später nochmal ein bisschen ausführlicher über Schalke 04. Jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zu der Verbindung, die ihr habt. Traditionsmannschaft Schalke, ne? Da seid ihr auch noch ab und zu zusammen unterwegs, oder? Das ist richtig, ja. Wir waren jetzt noch in Senftenberg, wir haben zusammen das Masters-Turnier gemacht in Mülheim. Olli, bester Torwart des Turniers geworden. Ja, und andersrum muss Olli immer schön lieb zu mir sein, weil ich bin sein Trainer. Ich stelle ihn auf oder nicht. Zusammen mit Arbeit mit dem Abi oder mit Mathis Herget. Wir machen das immer zu zweit, die Truppe führen. Also, aber Olli weiß das, wie er sich dem Trainer gegenüber zu verhalten hat. Und dementsprechend hat er auch immer gespielt. Ja. Macht das Spaß immer noch? Ja, ich versuche mich natürlich ein bisschen was zurückzugeben von dem, was wir einfach bekommen haben von Schalke 04. Das ist ein solcher Traditionsverein. Ich habe ja gerade erzählt, dass ich 12 Jahre dort gearbeitet habe, nicht nur als Spieler 6 Jahre, sondern auch als Trainer 6 Jahre gearbeitet habe. Mir hat das immer Spaß gemacht, für diesen Club zu arbeiten. Unter Zeiten mit Rudi Assauer hat es einfach auch viel, viel Spaß gemacht. Das war sehr intensives 12 Jahre, aber schöne Jahre, weil Schalke ist schon was Besonderes. Nur wenn man dann auch lange da war, kann man das auch, glaube ich, ganz gut beurteilen. Und ich bin 2 Jahre zum Spieler des Jahres gewählt worden von den Zuschauern. Das sagt ja eigentlich alles, was Schalke ausmacht, wie intensiv Schalke 04 ist. Und aus diesem Grunde hängt da auch schon noch mein Herz sehr dran. Ja, das kann ich mir vorstellen. Weil wir dich als Torhüter hier haben, und das ist ja was ganz Besonderes, nicht oft haben wir Torhüter hier, oder werden nicht oft Torhüter-Legenden vor allem auch hier haben, muss ich dich direkt mal nach deiner Einschätzung fragen. Deine Top 3 Torhüter in der Bundesliga aktuell? Ja, es ist ja so, dass wir gerade auf dieser Position wird in den nächsten Jahren einiges passieren, glaube ich. Wir haben ja einen überragenden Mann, das ist Manuel Neuer, das muss man einfach so sehen, den ich selbst eigentlich noch ausgebildet habe auf Schalke, den ich selbst lange Jahre noch unter meinen Fittichen hatte. Als er aus dem Jugendbereich rausgekommen ist, habe ich ihn die ersten 3 oder 4 Jahre begleitet bei Schalke 04, bevor er dann seinen Wechsel gemacht hat zum FC Bayern. Manu ist
ist ein besonderer Torwart, weil er besondere Fähigkeiten hat. Kann Situationen im Voraus erahnen, hat eine unwahrscheinlich gute Wahrnehmung. Das heißt, kann Situationen gut erkennen im Voraus, ist technisch unwahrscheinlich stark, nicht nur mit den Händen, sondern auch mit den Füßen. Das ihm immer geholfen hat in den letzten Jahren. Und dahinter, hinter Manu, ist natürlich, wird die Luft dünn für viele Torhüter. Ist einfach so. Trotzdem haben wir, gerade was die Torwartausbildung ist in Deutschland, immer in den letzten Jahren Torhüter gehabt, die danach gerutscht sind, die danach gekommen sind. Ob das ein Ter Stegen war, der ja auch in Barcelona lange oder sehr erfolgreich gespielt hat. Ob das ein Bernd Leno war oder andere. Jetzt kommen halt ein paar Junge nach, jetzt muss man abwarten, wie ist der nächste Schritt. So einen ganz Jungen muss man mal abwarten, wer danach rutscht. Ich habe da so eins, zwei schon im Visier, die da vielleicht nachkommen können. Der Junge von Greuther Fürth, den finde ich sehr interessant. Das ist ein sehr, sehr interessanter Torwart, aber schlussendlich muss man da mal abwarten, was dann in den nächsten Jahren passiert. Wie heißt der von Greuther Fürth? Die Bürde hinter Manuel Neuer ist sehr hoch. Das heißt, also man muss da schon auch sehen, dass man da auf seine Einsatzzeiten kommt. Das ist schon mal wichtig als Tor, dass man auch spielt, dass man sich empfehlen kann, dass man sich präsentieren kann. Und ich glaube einfach, dass diese Torwartposition eine besondere Position einfach ist im Spiel. Das wird auch immer so sein. Und da muss man schon genau auch bereit sein für so eine Position. Schalke lebt es im Moment ja auch so ein bisschen vor. Ist ja auch immer so ein bisschen Diskussionsthema, wer spielt, wer soll spielen. Diese Position Torwart wird manchmal so ein bisschen unterschätzt. Ich finde die enorm wichtig, weil es auch in der Außendarstellung wichtig ist, da jemand zu vertreten, der auch das Niveau hat, die Nummer 1 zu sein. Jetzt nochmal ganz kurz den Namen vom Fürther Torhüter. Ich frage das deswegen, damit wir mal irgendwann in 2, 3 Jahren sagen können, ja, der Olli Reck, der hat das damals schon im Premium-Talk gesagt, dass das ein großer wird. Ja, also mir fällt der jetzt nicht genau ein, der Also, okay. Name. Ich kann noch mal gerne gucken. Ja, Genau, aber du hast ihn jetzt mal aber ich öfter sag, beobachtet. der hat mir in den letzten Wochen, Monaten auffällig, weil es ein sehr junger Torwart ist, von 1. FC Köln ausgeliehen zu Greuther Fürth. Ist ein Junge, der viel Spielpraxis, der spielt in der zweiten Liga konstant, jede Woche. Und ich glaube einfach, dass er schon in den letzten Wochen, Monaten bewiesen hat, dass man, wenn man Spielpraxis bekommt, wenn man auf so einem jungen Torwart auch baut und setzt, dass er das zurückgegeben hat. Und ich glaube, dass da seine Entwicklung noch nicht beendet ist und dass wir den in den nächsten Jahren sehen werden. Jonas Urbik heißt der Richtig. Mann. 20 Jahre jung, wie du schon sagtest, vom 1. FC Köln ausgeliehen und immerhin schon mit seinen 20 Jahren 36 Zweitliga-Begegnungen absolviert. Und Ja. ich prophezeie, dass man den in den nächsten Jahren nicht nur in der Bundesliga sehen wird, sondern vielleicht auch einen Tick mehr. Okay, gut. Didi, deine Top 3? Der Torhüterleiter, man muss jetzt nicht bei den Deutschen bleiben. Du kannst jetzt auch einmal mal auf die 18 Vereine gucken und sagen: 1, 2, 3. Ja, also Manuel Neuer brauchen wir nicht darüber diskutieren. Ist ganz klar für mich die Nummer 1, ohne Wenn und Aber. Ja, und dann haben wir an für sich auch ältere Torhüter nach wie vor mit Baumann, Trapp, Ter Stegen. Ich glaube, auf dieser Torhüterposition brauchen wir uns in Deutschland keine Sorgen machen. Wir haben, wenn man die ganze Bundesliga durchgeht, aber auch zweite Liga, hervorragende Torhüter, auch große Talente von Hertha BSC zum Beispiel. Der Sohn von Thomas Ernst spielt dort im Tor. Auch ein guter junger Bursche. Den habe ich gesehen in Schalke spielen, hat er richtig gut gehalten. Also da mache ich mir keine Sorgen und ich denke, auf dieser Position sind wir ganz gut besetzt. Und ich Soweit. behalte jetzt auch den Olli gesagt hat, werde ich jetzt weiter im Auge behalten, weil den hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Und dann bin ich mal gespannt, ob der Junge seinen Weg geht. Ja, welche prophetischen Fähigkeiten, die vom Premium Talk ausgehen. Mal gucken. Genau. Soweit die Torhüter. Jetzt gehen wir mal rüber zu einem Feldspieler, der Geschichte geschrieben hat, kann man schon so sagen, am Wochenende 500. oder 500 Siege in Pflichtspielen für den FC Bayern München. Man muss immer auf die Formulierung achten, weil das hat ja nichts ausschließlich mit der Bundesliga zu tun. Da kommt noch Champions League, da kommt noch DFB-Pokal etc. hinzu. Thomas Müller, 500 Siege im Trikot des FC Bayern. Eine unvorstellbar große Zahl, oder? Das stimmt, das ist außergewöhnlich, aber ist auch ein außergewöhnlicher Spieler. Ist ein Typ. Es ist einer, der sicherlich eine Stimme hat in der Mannschaft, im Verein, auch in der Nationalmannschaft gehabt, die ganzen Jahre. Ist ein außergewöhnlicher Typ, weil er einfach auch mal für außergewöhnliche Situationen auf sich aufmerksam machen kann im Spiel. Also er hat einen unwahrscheinlich super ersten Kontakt. Der erste Kontakt im Spiel ist meistens sensationell.
Sicherlich kommt er jetzt auch in sein Alter. Er merkt es vielleicht auch teilweise selbst. Spielt ja nicht immer die erste Geige beim FC Bayern. Aber wenn er reinkommt, wenn er was macht, wenn er die Chance bekommt, ist er immer für irgendwas gut. Ist unwahrscheinlich wichtig in der Kabine. Ist ein Typ, der andere mitnehmen kann, der andere begeistern kann, der andere mitziehen kann, der andere mit seiner Art auch hinter sich bringen kann. Ich glaube, das ist auch wichtig in der Kabine, dass man solche Typen hat. Und ja, diese Zahl verwundert mich nicht, weil wenn man beim FC Bayern spielt, dann gewinnt man Titel, dann schießt man Tore, wenn man im Sturm spielt, und dann ist man erfolgreich. Das ist einfach so. Ja, was ich finde zwei Dinge so spannend an Thomas Müller. Zum einen, dass er Dinge macht, die man so in keinem Leistungszentrum lernt. Also dieses komplett Unkonventionelle, wo auch der Gegner jetzt nicht genau weiß, was kommt dabei rum. Zum Teil habe ich den Eindruck, das weiß er selber noch nicht, aber der macht es dann halt instinktiv irgendwie richtig. Und zum Zweiten, dass er so ein unaufgeregter Fußballprofi ist, was man ja auch immer in den Kommentaren hört, in den Interviews nach dem Spiel, ist da frei raus und geht auch immer vorneweg und sagt auch mal Sachen, die sind jetzt vielleicht nicht so atypisch. Und das bringt ihm ja auch viele Sympathien, auch von Fans anderer Vereine, die sagen, ja, der Thomas Müller, das ist einer wie du und ich. Ne, macht auch immer den einen oder anderen Spaß, auch gerne mal auf Instagram, soziale Netzwerke und so weiter und so fort. Ist mit seinen Pferden unterwegs, hat also auch andere Hobbys, nicht nur den Fußball. Ist schon so ein bisschen der andere Profi, oder, Didi? Ja, bei uns in Putz sagt man, das ist ein Junge aus dem Leben. Ja. Das ist nun mal so. Wie gesagt, vor allen Dingen, was ich sag mal, mich so an ihm bewundert, ist, dass er vor 4, 5 Jahren fast weg vom Fenster war. Man wollte ihn nicht mehr in der Nationalmannschaft haben. Bei Bayern war er durch Kovac auf dem Abstellgleis. Hat auch nicht so stark gespielt, muss man auch sagen. Aber er hat sich wieder nach oben katapultiert. Er ist wieder nach oben gekommen. Und wie Olli schon sagte, das ist einfach das Gesicht des FC Bayern. Sein Wort hat so viel Gewicht. Er hat immer bei Bayern gespielt, muss man auch sehen. Und das ist natürlich auch für Bayern einfach top. Das mögen der Vorstand, das mögen die Fans, das mögen alle dort. Und er ist nach wie vor das Aushängeschild. Und er hat sich auch mit seiner Situation, glaube ich, abgefunden, dass er weiß, er ist ja auch so ein bisschen rechte Hand von Tuchel, wie ich das sehe. Die sprechen sehr viel miteinander. Er bekommt seine Einsätze, das macht Tuchel sehr clever, hält ihn dadurch auch bei Laune und hat jetzt auch, so wie viel ich weiß, auch seinen Vertrag nochmal ein Jahr verlängert. Und besser kann es ja nicht sein. Und er ist auch für die jungen Spieler eben ein Ansprechpartner. Man sieht das nach dem Spiel, in der Halbzeit oder während des Spiels oder auch vor dem Spiel, wie er mit den jungen Spielern auch spricht und die holen sich den Rat bei ihm. Ich bin jetzt nicht beim Training dabei, aber glaube ich auch, dass er da absolut der Ansprechpartner für alle ist und einfach top, muss man sagen. Ja, und ist ja bei ihm so, du hast es gerade richtig gesagt, der Thomas Tuchel macht das recht elegant, recht Ja. clever, wie er ihn immer wieder mit einbindet. Er ist ja auch jemand, der die Kabine so ein bisschen in die eine Ja. oder andere Richtung lenkt, ne? Also wenn du ihn als Trainer gegen dich hast, in der Kabine gegen dich hast, hast du einen ganz schweren Stand als Trainer beim FC Bayern, weil Thomas Müller, ist so wie du Na. beim Podcast, gehört beim FC Bayern zum Inventar. Also Ja. da musst du schon gucken, dass du Ist dich gut, mit dass du dem, das nochmal gesagt hast, ja damit genau, du hier Bescheid weißt. Ich habe auch ein richtig, bisschen. ne? Also den musst du schon irgendwie auch bei Laune halten, ansonsten kann die Stimmung da auch mal kippen, weil sein Wort hat auch bei den Mitspielern, auch gerade bei den Führungsspielern des FC Bayern, immer noch nach wie vor großes Gewicht. Ja. Also insofern muss man da schon mal ein bisschen schauen. Wer war bei euch früher so ein bisschen der, an dem sich da alle, warst du das oder war der andere? Ich habe mich immer auch mit als Führungsspieler gesehen, keine Frage, weil ich auch Verantwortung übernommen habe, auf dem Platz, aber auch daneben. War meistens auch mit sagen wir mal so, im Mannschaftsrat dabei oder Kapitän, Vizekapitän. Ich habe mich dieser Verantwortung nie irgendwie berauben lassen, sondern habe gesagt, nee, ich stelle mich. Aber schlussendlich haben wir das damals und immer auf vielen, mehreren Schultern verteilt. Beispiel auf Schalke haben wir dann Tommy Waldoch später zum Kapitän gemacht. Ja, warum haben wir das getan? Weil Tommy Waldoch nicht der größte Plauderer war. So haben wir ihn gestärkt in der Mannschaft, auch nach außen hin. Und er ist immer auf dem Feld vorne weggegangen, war aber nie der Lauteste. Und damit haben wir ihn gestärkt, haben wir ihn stark gemacht. Und das war damals ein sehr cleverer Schachzug, das wir gemacht haben. Und so muss man das handhaben, dass man versucht, auch wichtige Spieler noch stärker zu machen. Ich habe jetzt gerade mal in eine spezielle Liste gespingst, habt ihr vielleicht gesehen. Und zwar habe ich hier die Liste der Rekordspieler der ersten Bundesliga, wo wir jetzt gerade über Thomas Müller gesprochen haben. Der ist ja noch aktiv, kann also noch ein paar Plätze nach oben rutschen und steht aktuell auf Platz 24 dieser Rekordliste der Bundesligaspieler mit 460 Einsätzen.
Wer steht in der Top 20 auf der 19? Das müsste meine Wenigkeit sein. Das ist richtig. Ich hatte darauf spekuliert, dass du das gar nicht mehr weißt, aber Doch, tatsächlich sowas, das ist schon sowas was weiß man. Besonderes, ne? Ja, wenn man, ich sag mal, ich habe 470 Mal in der Bundesliga gespielt, ne? Ja. Also das ist schon eine Zahl. Ich habe ja gerade erklärt, dass ich 12 Jahre bei zwei wichtigen Clubs gearbeitet habe, Werder Bremen, Schalke 04. Davor noch eine kleine Episode auch bei Kickers Offenbach in der Fußball-Bundesliga. Da habe ich auch um die, ich glaube, 15 Spiele gemacht. Da war Kickers Offenbach noch in der ersten Fußball-Bundesliga 1983. So Wahnsinn. lange bin ich schon dabei, 1983. Und ich habe in zwei tollen Clubs gearbeitet, unter richtig guten Trainern, lange mit Otto Rehagel. Danach kam Huub Stevens, mit dem ich lange auf Schalke noch zusammengearbeitet habe. Trainer, dem man auch noch vertrauen konnte, wo das Vertrauen noch zurückkam, mit dem man auch richtig gut zusammenarbeiten konnte, muss man dazu sagen. Und ich habe auch in guten Teams gespielt. Gute Spieler, Mentalitätsspieler, aber auch Qualitätsspieler. Wir hatten ja damals auf Schalke, wurden wir ja Meister der Herzen, aber es war eine tolle Mannschaft. Erbe Sand, Emilian Penza, Tommy Waldoch habe ich gerade erzählt, Jörg Böhme, Gerald Asamoah, Andy Möller, Jerzy Nemec, das war eine Top-Truppe damals. Und diese Mannschaft musste man erstmal in der Bundesliga schlagen. Ja, also ganz, ganz viel Qualität, ne? Auch noch Gänsehaut, ne? Die 4-Minuten-Meisterschaft. Die ist heute nicht Thema, aber ganz klar, da warst du auch mit dabei Genau. und hast brutal viel erlebt. Mit deinen 471, so steht es hier, Spielen in der ersten Liga, damit Platz 19, auf der 20, nur dass wir mal so ein paar Namen haben, um das einschätzen zu können, ne? Kennen wir natürlich alle, Christian Wirtz von Dortmund. Auf der 21, Lothar Matthäus, ja? Aktuell Sky-Experte, kommt auf 464 Spiele in der Liga, also immerhin auch 7 weniger als du. Dann kommt Toni Schumacher, Michael Zorc, dann kommt eben Thomas Müller. Ist einer der wenigen, die sich da oben befinden, die noch spielen. Also der könnte vielleicht dafür sorgen, dass er von der 19 dann auf die 20 rutscht, aber ist immer noch Top 20. Mein Gott, so genau braucht man das nicht sehen. Aber dann kommt erstmal in dieser Liste lange nichts. Irgendwann mal auf der 38, Mats Hummels spielt auch noch, aber ob der das schafft, mit 432 Einsätzen noch an dir vorbeizugehen, muss man mal gucken. Fakt ist, das ist schon aller Ehren wert und ich glaube, ja, auch nach wie vor für dich was Besonderes, ne? In dieser Top 20 zu stehen, denn die Bundesliga hat Tradition seit 1963 und eine der Top 5 Ligen der Welt. Auf jeden Fall. Und es ist ja auch so, dass wir ja nicht nur national damals, ob das mit Werder, mit Schalke war, immer um Titel mitgespielt haben. Für uns ging es ja meistens immer nur darum, was zu gewinnen, am Ende der Saison was in der Hand zu haben. Dafür haben wir Fußball gespielt und dafür haben wir alles gegeben und dafür haben wir uns da reingekniet in diese, für diese Vereine. Und das hat ja das meiste Spaß gemacht, dass wir auch am Ende der Saison was in der Hand haben konnten. Und ich habe ein paar Titel gewonnen, habe ja nie beim FC Bayern gespielt, aber trotzdem, wenn man dann 9 Titel gewinnt, ist das ja schon eine Zahl, wo man sagen muss, Mensch, 9 Titel in diesen ganzen Jahren, das ist ja schon eine Zahl, wo man sagen muss, die musst du erstmal erreichen. Und ich bleibe und betone es aber auch immer wieder, ich habe die ja nie alleine gewonnen, sondern immer in guten Mannschaften, immer mit einem richtig guten Team, mit guten, auch ein Staff dahinter, wo ich wusste, da kann ich mich drauf verlassen. Das ist ja auch heute wichtig, dass man da ein Gefühl dafür hat und das hat mir am meisten Spaß gemacht. Didi, wie hast du Olli Reck in der Bundesliga erlebt? Ja, wie habe ich auch nicht in der Bundesliga? Ich glaube, zu meiner Zeit, als wir haben gegeneinander, aber erst in den 90ern gespielt. Wir sind ja, Olli hat ja die ganzen Titel geholt. Wir haben ja erstmal dafür gesorgt, dass wir überhaupt wieder in die erste Bundesliga kamen damals. Wir sind ja 90, 91 aufgestiegen. Ich kann mich daran erinnern, wir haben 90, glaube ich, im Pokal in Bremen gespielt, mussten wir, da haben wir verloren, das weiß ich noch, 2 oder 3-1, ein spannendes Spiel. Ja, und dann, ja, wie habe ich ihn erlebt? Ich habe ihn natürlich auf Schalke erlebt, habe in Bremen, hat er überall überragende Leistungen gebracht, sonst wäre er ja nicht Nationaltorwart geworden, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Und für Schalke war es sicherlich auch ein großer Gewinn, dass er damals zu uns kam. Und Olli hat 12 Jahre, ich habe ja nicht so lange, ich habe ja nur 3 Jahre, dann bin ich ja Sportinvalide geworden, aber ich habe in den 3 Jahren auch geschafft, beliebtester Spieler zu werden und als Kapitän ja dann aufgestiegen. Wir waren ja gerade auch so ein bisschen mit Sprachführung, wie ich hatte damals noch, ich war ja Kapitän und hatte dann Günter Güttler dabei, der auch einen großen Einfluss hatte, Andreas Müller, Jens Lehmann war ja unser Torwart damals, also wir hatten das auch auf mehreren Schultern verteilt, nur ich war immer derjenige, der das dann eben vortragen musste beim Präsidium oder auch innerhalb der Mannschaft, was angelegen hat. Und Kapitän bei Alexander Ristić zu sein, das heißt schon was. Das ist schon manchmal auch eine spannende Aufgabe gewesen.
Aber Olli ist natürlich absolut auch heute noch ein absoluter Sympathieträger auch für unseren Verein, ganz klar. Ja, das seid ihr beide, deswegen macht es auch gerade für mich so viel Spaß, mit euch zu sprechen. Und es wird natürlich auch noch Königsblau auch immer viel vertreten, ist ja logisch. Wenn Didi hier am Start ist, dann sprechen wir über Schalke und die aktuelle Situation. Aber wir sprechen jetzt, wo wir die Chance haben, auch natürlich mal über Bremen so ein bisschen mehr. Bevor ich jetzt auf den SV Werder eingehe, auf die aktuelle Situation, vielleicht noch mal ein paar Worte von dir, Didi. Wie erlebst du aktuell Werder Bremen? Stand jetzt Tabellenplatz 9, 3 Siege hintereinander in der Bundesliga, richtig gut reingeschaltet ins Fußballjahr 2024? Ja, Werder Bremen ist unglaublich an für sich. Ist die beste Rückrundenmannschaft im Moment, steht auf Platz 1, alle 3 Spiele gewonnen und waren auch schwere Gegner. Aber sie spielen gut. Sie haben den Abgang von Füllkrug hervorragend verkraftet, muss man sagen. Dux trifft vorne. Und Werder Bremen ist an für sich aber auch ein Verein, da muss man einfach sagen, über Jahre lang hinweg. Für mich, ich bin zwar nicht so involviert wie Olli vielleicht, der sich noch ein bisschen besser auskennt in Bremen, aber für mich ist das ein sehr gut geführter Verein, keine großen Skandale, haben auch den ein oder anderen ehemaligen Spieler dort in verantwortungsvollen Positionen. Baumann war mal umstritten, aber hat sich dann auch wieder gefangen gehabt. Clemens Fritz ist, glaube ich, auch ganz nah an der Mannschaft, ein sportlicher Leiter. Also ich muss sagen, Hut ab, der Trainer leistet gute Arbeit, er hat auch ein gutes Team um sich herum dort und die Spieler, so wie es aussieht, hören auf ihn und sie glauben an ihn. Und das ist ja immer das Wichtigste, dass die Spieler auch an ihren Trainer glauben und der Trainer das so rüberbringt, dass die Spieler für ihn durchs Feuer gehen. Und er war ja auch mal kurz am Wackeln, aber auch da hat er sich toll mit der Mannschaft raus befreit aus dieser Situation und Hut ab, muss man einfach sagen. Respekt. Ja, für mich ist Werder Bremen so ein Verein, der sich immer treu geblieben ist. Also keine großen Experimente, da wo andere gesagt haben, komm, da müssen wir jetzt mal so ein bisschen auch mal mit den Geldern um uns werfen, vielleicht mal ein bisschen verrückter investieren, mal ein paar mehr Experimente machen, sonst werden wir nicht mehr wettbewerbsfähig oder sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig, hat Werder Bremen immer gesagt, nee, wir bleiben so ein bisschen bei unserer Linie. Das war immer recht bodenständig, zumindest wirkte das für mich so, ne? Ich komme ja jetzt nicht Ja, sie haben ja jetzt auch aus. einen tollen Deal abgeschlossen, habe ich irgendwo gelesen. 25 oder 26 Millionen, Sogar irgendwas. ein bisschen mehr, Ja, ja. sogar noch ein bisschen mehr. Und auch da wieder. Auch da ist Baumann, hängt da auch mit drin. Und also Hut ab, muss ich einfach sagen. Ja, machen es ganz gut. Hatten natürlich aber eben diese ganz erfolgreichen Zeiten auch. Nicht nur zu deiner Zeit. Du bist mit dem Verein zweimal deutscher Meister geworden, zweimal Pokalsieger, hast 92 noch den Europapokal der Pokalsieger geholt und im Werder-Trikot wurdest du ja auch Nationaltorhüter. Ich erweis, wurdest mit der Mannschaft 96 Europameister, aber 88 in Seoul bei Olympia war auch was. Auch eine Medaille geholt, war es die Bronzene? Bronzemedaille. Bronzemedaille geholt. Also unglaublich erfolgreiche Zeit im Trikot des SV Werder Bremen. Aber auch die Jahre danach mit Micu, mit Pizarro etc. Also das war oftmals richtig schöner Fußball. Und jetzt nach der kleinen Talsohle, zweite Liga, hat man sich wieder gefangen. Vor der Saison haben auch viele gedacht, boah, wird vielleicht schwierig. Spielt vielleicht gegen Abstieg, sah auch lange danach aus, aber dann so richtig gut reingestartet in dieses Jahr, den FC Bayern bezwungen und noch nicht mal unverdient in der Allianz Arena. Dann nochmal zweimal siegreich nachgelegt, jetzt zuletzt auch am Wochenende in Mainz gewonnen. Was ist da los an der Weser? Ja, erstmal muss man vielleicht sagen, Werder Bremen wird in diesem Jahr, in dieser Woche 125 Jahre. Und ich bin am Wochenende zum Beispiel in Bremen. Dort ist der Großteil der altgedienten Spieler wird zusammenkommen, um diesen Geburtstag auch zu feiern. Werder ist in dieser Stadt Bremen was ganz, ganz Besonderes. Das muss man einfach so sehen. Und das über Jahre. Werder Bremen ist 1965 zum ersten Mal deutscher Meister gewesen. Das ist mein Geburtsjahr. 1988 ist mein erster Sohn geboren, der Daniel. Da ist Werder zum zweiten Mal Meister geworden. 1993 ist mein zweiter Sohn geboren. Das ist der Marc Philipp. Das ist Werder zum dritten Mal Meister geworden. Also Das man ist ja sieht die irre. Verbundenheit zwischen mir und Werder Bremen. Also Werder ist was Besonderes, weil dieser Verein schon auch seinen eigenen Weg gegangen sind. Man sagt immer, das ist ein bisschen familiäres in Bremen. Das ist auch so. Das ist auch heute noch so. Es sind viele ehemalige Jungs, die sagte das ja gerade, noch für Werder unterwegs, tätig, um die Expertise, die man die ganzen Jahre sich gesammelt hat, auch in diesen Verein zurückzugeben. Und das ist ein wichtiger Schritt gewesen, glaube ich. Frank Baumann, der ja jetzt im Sommer aufhören wird, aber höchstwahrscheinlich durch Clemens Fritz
vertreten wird. Also das ist noch nicht so 100% klar, aber man arbeitet daran, man sieht, auch da passiert was und man darf nicht vergessen, Werder ist wie Schalke 04 vor 2,5 Jahren abgestiegen. Man hat diesen Abstieg, glaube ich, sehr, sehr gut verkraftet, weil man erkannt hat, was dann wichtig war. Man hat dann auf einen Trainer gesetzt, der die zweite Liga kannte, den man aus Kiel geholt hat, der auch eine gute Expertise hatte, was die zweite Liga betrifft, und konnte dann auch sofort wieder aufsteigen. Mit Ole Werner. Mit Ole Werner. Und dieser sofortige Wiederaufstieg, das sieht man jetzt, man hat dann auch die richtige Entscheidung getroffen. Auf junge Spieler gesetzt, viele junge Spieler eingebaut. Jetzt ein Nimja, den man aus der zweiten Mannschaft hatte, den man nach Dortmund ausgeliehen hatte, zurückgeholt hat. Ein Nick Woltemade, von dem ich unwahrscheinlich viel Der kam halte. aus Elversberg. Der war vorher bei Werder, wurde nach Elversberg ausgeliehen, jetzt hat man ihn zurückgeholt. Das sind so wichtige Bausteine. Marvin Ducksch, der ja auch schon viele Stationen hatte, der war in Düsseldorf, der kommt ja aus Dortmund, war glaube ich bei St. Pauli, hat auch ein paar Stationen gebraucht, um sich zurechtzufinden. Heute spielt er Nationalmannschaft, Marvin Ducksch. Und das ist nicht umsonst. Also man sieht, da ist eine Entwicklung im Verein. Achtet man auf viele junge Spieler. Man hat ein gutes Auge für die Liga. Das heißt, man hat alle anderen Vereine gut im Blick. Man hat ein ganz gutes Scouting, wo man weiß, man kann nicht in die großen Lostöpfe greifen, um da Spieler wegzueisen von anderen Clubs. Man muss da genau schauen, gezielt schauen. Das macht Werder. Und hat jetzt natürlich diese drei Siege im Jahr 2024. Geben dem Verein unwahrscheinlich viel Mut, viel Kraft für die nächsten Wochen. Und auch da findet ein Prozess statt in der Stadt. NLZ muss neu strukturiert werden, umgebaut werden. Das ist auch ein Prozess in einem Verein. All das muss passieren. Und ich glaube, Werder ist auf einem richtig guten Weg. Aber nur durch kluge Entscheidungen, die man getroffen hat, wird man auch in den nächsten Jahren eine gute Rolle in der Bundesliga spielen. Na, und Werder macht es sehr komplett, wie ich finde. Du hast eine zweite Mannschaft in der Regionalliga Nord. Zweite Mannschaften hast du als Bundesligist jetzt auch nicht Im immer. Moment nicht. Im Moment spielt man in der Oberliga. Das Ja, ist sind nur leider abgestiegen. Ah, abgestiegen, okay. War aber noch man. mal einige Jahre in der dritten Liga. Ich habe jetzt noch irgendwie Regionalliga Nord. Okay, dann aktuell Oberliga. Die Frauen spielen in der ersten Bundesliga. Das NLZ wird gerade neu hergerichtet, habe ich gehört. Also die Jugend ist natürlich auch immer ein Faustpfand eines solchen Vereins, der jetzt nicht mit Millionen um sich schmeißt. Also sehr ganzheitlich aufgestellt, klingt sehr gesund, sehr solide, keine Experimente und trotzdem der sportliche Erfolg. Aktuell, ich habe jetzt nochmal geguckt, 26 Zähler, europäische Geschäft, zumindest Conference League, rein tabellarisch. In Griffweite. Ist das vorstellbar? Bevor du antwortest, Didi, jetzt erstmal deine Einschätzung. Werder Bremen in der Na, Conference League mit dem Kader? vorstellbar ist alles im Fußball, aber ich glaube, Werder Bremen denkt da gar nicht dran. Die wollen jetzt einfach nur mal gucken, dass sie erstmal die 40 Punkte haben, Ruhe haben, dass sie nicht unten in den Abstiegsstrudel reinkommen. Und was dann danach über hinaus, da werden die Bremer sicherlich nicht Nein sagen, wenn sie weiterhin solche guten Leistungen bringen werden. Und dementsprechend möglich ist alles. Wäre schön für Bremen, mal wieder international zu spielen, wie es dieses Jahr Freiburg gemacht hat. Warum soll nicht Bremen das auch mal schaffen? Genau, Aber ist noch ein weiter Weg. Freiburg ist gerade auf der 7. 7 würde ja, glaube ich, Ja. zu Conference League reichen. Freiburg ist auf der 7 mit 28 Zählern und dann kommt auch schon Hoffenheim und Bremen, beide 26 Punkte. Alles nah beieinander. Natürlich, klar, ne? Wir kennen das Geschäft, zwei, dreimal verlieren, dann guckst du wieder nach unten. Aber da ist Deshalb. das Polster tatsächlich groß. 11 Punkte auf den Relegationsrang, das zu dem Zeitpunkt nach 20 Spieltagen, das ist schon komfortabel. Das ist schon sehr komfortabel. Diese 9 Punkte jetzt im Januar, die haben der Mannschaft sehr, sehr viel Positives gegeben. Ich glaube, dass man ganz unten nicht mehr reinkommt. Aber ich finde es schon richtig und mutig, jetzt auch zu sagen, okay, wenn man die Chance hat, vielleicht unter die ersten 7 zu kommen, dann muss man es probieren. Ich glaube, dass man auch Spieler dabei hat bei Werder, die jungen Talente, die wollen nach vorne, die wollen nach oben, die wollen sich präsentieren, die wollen sich zeigen. Und das ist genau der richtige Ansatz, denn wie ich finde, nicht die großen Reden schwingen, sondern tun und machen. Das haben sie jetzt in den letzten Wochen echt getan und mal schauen, wo die Reise noch hingeht. Ja, ich habe jetzt geguckt, ne, 1-1 in Bochum, 1-0 in München, 3-1 gegen Freiburg, 1-0 in Mainz, also 10 Punkte in diesem Jahr. Das ist schon richtig ordentlich und da wollte ich dich jetzt gerade nicht korrigieren, weil du hast natürlich recht, der Geburtstag, der große 125-Jährige, der wird jetzt gefeiert in dieser Woche. Insofern alles richtig, was du sagst. Aber offizieller Gründungstermin am 4.2., also gestern. Gestern 125 Jahre geworden, SV Werder Bremen, ein großer
toller Verein in ganz Europa natürlich bekannt und ja, haben ja auch wirklich schon das ein oder andere Fußballwunder von der Weser geschafft, nicht nur mit den Meisterschaften, sondern auch international. Wen haben die da alles schon im Weserstadion geschlagen mit Real Madrid und so weiter und so fort? Also, das waren schon große Zeiten. Welchen besonderen Moment hast du noch so vor Augen, wenn du an deine Zeiten von damals denkst? War ja so viel dabei. Ja, wir hatten große Europapokalspiele. Ich habe ja über 50 Mal für Werder Bremen international gespielt. Also da waren einige wichtige Spiele dabei. Ich kann mich vielleicht an zwei wichtige Spiele erinnern. Das war damals SSC Neapel mit Diego Maradona, dass er ja ein außergewöhnlicher Spieler war. Wir durften beide Spiele gewinnen. Wir durften beide Spiele gewinnen. Wir haben in Neapel gewonnen und zu Hause gegen den SSC Neapel mit Maradona 5-0. Und wenn man gegen Neapel zu der damaligen Zeit 5-0 gewinnt, das sagt eigentlich alles aus. Wir waren damals wirklich eine tolle Truppe bei Werder. Wir hatten die Möglichkeit, jeden zu schlagen an einem bestimmten Abend. Das war oftmals der Fall. Und ich erinnere mich gerne an diese glorreichen Spiele zurück. Aber es waren andere Spiele, Anderlecht gegen Spartak Moskau. Wir verlieren in Moskau 4-1 und gewinnen im Rückspiel 6-2 und kommen weiter. Also, solche Ergebnisse, solche Spiele, die habe ich noch im Kopf und das waren schon besondere Situationen. War das in dieser 92er-Saison? Ja, genau. Genau. Und dann hatte man ja die Konstellation, man zieht ins Endspiel ein gegen Monaco und das findet dann statt in Lissabon in einer Riesenschüssel. Da waren aber nur 15.000 Leute. Genau, weil es war auch unter der Woche abends, nachmittags ja. Da kam der da raus und hab gedacht, wo sind wir hier? So ungefähr, Monaco hat ja auch unwahrscheinlich viele Fans mitgebracht. Ja. Also kein, so ungefähr. Und wir hatten schon ein paar dabei, aber schlussendlich hatte damals der AS Monaco, da muss man, Arsène Wenger war Trainer vom AS Monaco. Die Ja. hatten damals eine richtig gute Mannschaft. Ja. Also die Top 1 in Frankreich. Und das war eine tolle Mannschaft. Georges Wehr im Sturm. Wer kennt Georges Wehr nicht? Also das war ein Riesenstürmer. Und wir durften sie im Finale 2-0 schlagen. Binnenhofer Klaus Allofs hat noch das entscheidende Tor gemacht zum Zweiten. Wahnsinn, ja. Und Otto Rehagel war Trainer. Otto war Trainer. Wie hat der das eigentlich geschafft, damals so lange bei einem Verein Trainer zu bleiben? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also heute gucken ja alle mit Ehrfurcht nach Freiburg zum Beispiel oder nach Heidenheim. Das sind so Exoten fast schon, weil das hatten wir ja letzte Folge auch mal kurz als Thema oder vorletzte war es, glaube ich, als Olaf Thon hier war. Die Durchschnittslebensdauer eines Bundesliga-Trainers sind 1,5 Jahre heutzutage. So, wie hat denn der das geschafft über, was war das? Mehr als ein Jahrzehnt auf jeden Ich Fall, glaube, 11 Jahre 11 Jahre war genau, Trainer zu bleiben. War ja auch ein, ich sag mal, ein spezieller Typ, ne? Also, ja. ich habe mal mit dem guten Thorsten Leger drüber gesprochen. Also, das war schon ein spezieller Ja. Trainer. Otto hat, seine große Kunst war es, Leute zusammenzubringen und uns zu vereinen. Und sag mal, er hatte ein unwahrscheinlich gutes Gespür für Menschen. Er wusste genau, wie er mit allen umgehen muss, damit eine Harmonie entsteht. Es war vielleicht nicht der große Fußballlehrer, der uns taktisch und technisch alles beibringen wollte, aber drumherum um das Spiel, Einstellung, Motivation, Vorbereitung, Nachbearbeitung, da war er top drin und das war auch nachher der Erfolg. Er hat ja nachher noch mit Kaiserslautern ist er noch aufgestiegen Meister, mit Griechenland ist er Europameister geworden. Was dieser Mann erreicht hat in seiner Karriere als Trainer, das war außergewöhnlich. Obwohl er als junger Trainer mit Borussia Dortmund die höchste Bundesliga-Niederlage erlitten hat, damals in Düsseldorf gegen Borussia 0 zu Mönchengladbach. 12. Das muss man auch wissen. Also er konnte mit Siegen gut umgehen, aber auch mit Niederlagen gut umgehen. Und das ist auch eine große Kunst als Trainer, das in einer Mannschaft über einen langen Zeitraum immer wieder aufrechtzuerhalten. Und da hat er wirklich ein Gespür dafür gehabt. Und wie Didi, ein Mensch, ein Junge aus dem Ruhrgebiet, der kommt ja aus Essen, ist ja in Essen aufgewachsen, Von Tuss groß geworden, Helene. TuS Helene, genau. Und hat da seinen Sprung gemacht in die große Fußballwelt. Also man sieht, im Ruhrgebiet wachsen schon gute Jungs zusammen, ne, Didi? Richtig. Ja, also Otto Rehagel, ich finde das deswegen so spannend, auch die Personalie, deswegen muss ich da mal ganz kurz abschweifen in die Vergangenheit, das darf sicherlich mal dazugehören und mal fragen, wie der Umgang da war, weil das Faszinierende an ihm ist, dass er immer diese großen Erfolge hatte mit Mannschaften, die man nicht so auf dem Zettel hatte, die nie zu den Favoriten gehört hatten, zum Teil auch mit katastrophalem Fußball, also wenn ich an Griechenland denke, wie die da die EM gewonnen haben, Ja,
aber anders ging es nicht, muss man dazu sagen. Also maximal rausgeholt aus der Mannschaft. Mit Libero damals. Mit Libero und genau, dann irgendwie nach dem Motto, alle hinten rein und vorne. Und einen guten Co-Trainer, der alles so übersetzt hat für die Spieler auch. Wer war das? Das weiß ich nicht, den hat er damals mitgebracht hier aus Deutschland. Das war aber auch ein Grieche und er hat das dann genauso rübergebracht, wie Otto das dann bei den Besprechungen rübergebracht hat. Und es war ja auch ein großer Motivator. Auf jeden Fall. Irre. Also das sind so Sachen, ne? So Ereignisse vergisst man nicht und vor allem auch, da denkt man sich so, was kommt nicht mehr wieder? Dass ein solcher Außenseiter mal die Europameisterschaft gewinnt, das wird es nicht mehr geben. Aber ist ja noch gar nicht so lang her. So, dein Lieblingstrainer, wo wir gerade bei Trainern sind, hast du da einen, wo du sagst, ach, da erinnere ich mich dran, das war so ein vielleicht auch ein verrückter Typ und da hast du vielleicht auch mal eine Anekdote dazu? Mein Lieblingstrainer, ja gut, ich sag mal, da sind mehrere. Ich kam an für sich mit Trainern immer ganz gut klar. Mit einem kam ich nicht gut klar, das war Siegfried Melzig. Das war, glaube ich, der schlechteste Trainer, den ich jemals in meinem Leben hatte oder überhaupt beim MSV Duisburg gearbeitet habe damals. Ich sage immer für mich, ich habe unter Kuno Klötzer noch gearbeitet und gespielt. Also das war auch für mich ein ganz toller Trainer. Friedhelm Wenzlaff, ist damals aus der A-Jugend, war A-Jugendtrainer und ist dann Cheftrainer geworden. Er hat mich dann damals hochgezogen. Peter Neururer war auch klasse für mich, er hat mich motiviert, er hat mich von Aachen nach Schalke mitgenommen. Alexander Ristić war für mich auch ein sehr, sehr, sehr guter Trainer. Sicherlich ist sein Führungsstil einzigartig gewesen. Aber wenn du mit ihm alleine warst, war er wie ein Vater zu dir. Ja. Und er hat auch damals, nachdem ich Sportinvalide geworden bin, direkt dafür gesorgt, dass ich zum Fußballlehrer komme. Und was er gemacht hat, und das werde ich ihm niemals vergessen, er hat damals gesagt, Junge, ich werde dich irgendwann in mein Team holen. Und zwei Jahre später habe ich ihn durch Zufall im Stadion getroffen und er fragte mich, was machst du denn im Moment? Bist du noch in Remscheid Cheftrainer? Und ich sagte, nee, ich bin jetzt weg. Sagt er, sei am Montag auf der Geschäftsstelle in Düsseldorf, bekommst du bei mir einen Vertrag, machst du Assistenztrainer, bist du A-Junioren-Cheftrainer, machst für uns Spielbeobachtung. Und da muss man sagen, Hut ab, ein Trainer, der so Wort hält, findest du nicht oft, muss man ganz ehrlich sagen. Und das hat er gemacht und da bin ich ihm heute noch sehr, sehr, sehr dankbar. Genauso wie ich Peter Neururer sehr, sehr, sehr dankbar bin, dass er mich damals von Bergisch Gladbach nach Aachen geholt hat und von Aachen dann nach Schalke. Also war gut ab und dafür nochmal ein großes Dankeschön auch. So, jetzt haben wir gehört, da war einiges an Lob mit dabei. Aber ich finde das großartig, bevor du erstmal die diversen Trainer, die dich begleitet haben, auch lobend erwähnst, erstmal in einem Satz den Kollegen da vernichtet. Wie hieß der nochmal? Melzig. So. Ja, der wollte uns damals auch vernichten, Roland Wohlfahrt und mich. Ja. Der hat beide nicht mehr aufgestellt auf einmal. Ja. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich auf der Bank sitzen musste. Wir sind abgestiegen aus der ersten Liga. Ja. Roland und ich waren Stammspieler in der ersten Liga. Und er kam und hat uns die ersten 5 Spiele nicht spielen lassen. Und damals gab es noch 2 Punkte. Und dann stand der MSV mit 0-10 Punkten auf einmal da. Und dann hat der Vorstand zu ihm gesagt, das lässt du mal schön den Didi Schacht und den Roland Wohlfahrt spielen. Und dann durften wir auf einmal wieder spielen. Haben dann auch gewonnen, glücklicherweise. Aber ohne Sigi Melzig. Er musste dann gehen und dann kam der legendäre Luis Zacharias zu uns und mit dem sind wir damals Dritter geworden und mussten dann Relegation gegen Eintracht Frankfurt spielen. Also, aber damals war das alles wirklich, man soll ja nicht immer sagen, damals war alles anders, aber das war anders einfach. So ein bisschen Geschichtsunterricht ist auch dabei. Ich finde, das ist auch durchaus mal erlaubt. Ich finde es total spannend, da zuzuhören. Christisch hast du auch als speziellen Typen vielleicht nochmal eine Anekdote zu ihm, weil du gesagt hast, der Führungsstil war so außergewöhnlich oder so ein bisschen unkonventionell. Ja, zum Beispiel ein Beispiel. Damals war der Krieg, Iran und wir sollten in die Türkei ins Trainingslager fliegen und so eine Woche vorher sagte die Mannschaft, Didi, du musst unbedingt mal zum Trainer gehen. Du musst mit ihm reden, dass wir da nicht hinfliegen. Ich dann angeklopft, sagte Trainer, können wir mal bitte reden und ja, sagt er, komm rein, Junge. Hat er immer Junge gesagt. Junge, komm rein. Ja, und dann saß er da. Ich sage, Trainer, die ganze Mannschaft möchte nicht nach der Türkei. Die haben Angst wegen dem Familienkrieg und alles. Sagt er, Junge, meinst du, ich schlafe im Keller? Habe ich schon abgesagt vor 3 Wochen. Habe ich nur euch noch nicht gesagt. Ich bin immer einen Schritt voraus, sagt er. Ja, er war einfach so. Und ja, das war sensationell. Oder wir mussten jedes Mal. Es war immer Training von 10 bis 12. Jeden Tag war Training von 10 bis 12. Mittags musste er immer seine Tochter vom Kindergarten abholen, weil er war sehr familiär. Und ich musste aber immer, oder wir mussten immer warten, bis er in die Kabine kommt. Ja, und dann war wieder eine Trainingseinheit von uns und Trainer kam nicht. Ich denke, ach du Scheiße, wo bleibt denn der? Und die Jungs, ja, Didi, geh mal da rein. Ich sage, ich kann doch jetzt nicht da reingehen. Was ist da los? Gehst du jetzt mal, bist du unser Kapitän? Ja, ich sage, okay. 1:15 warten mittlerweile, ich angeklopft.
Ja, da war der sich gerade am Unterhalten innen drin, hat ein Gespräch gehabt. Ich komme da rein. Und der Harte, hey, was willst du hier, Bottige, wenn die Bo hat mich beschimpft ohne Ende. Mach, geh raus, geh weg. Ich raus, wieder in unsere Kabine damals. Ich sage, Jungs, habt ihr klasse gemacht. War super, war richtig gut. 3 Minuten später kommt er rein in seinem weißen Bademantel. Hey, Didi, sag Jungs, morgen 10 Uhr Training. War immer für eine Überraschung gut. Und dann war er wieder, ich sage, manchmal wahnsinnig, hat dich zusammengeschissen bis zum geht nicht mehr. Aber 1 Minute später, wie ein Vater. Wie im weißen Bademantel. Ja, er kam mit meinem weißen Bademantel. Wir haben zusammen geduscht. Also er hat mit der Mannschaft immer geduscht, hatte seine feste Dusche. Und wenn jemand Probetraining gemacht hat, haben wir den immer vorher unter die Dusche beim Trainer gestellt. Und wenn er reinkam, hat er den erstmal, hey Junge, was machst du? Geh weg. Meine Dusche Platz. Okay. Ja, Ja. Ristic war einzigartig. Hat aber auch Ach. Erfolg gehabt und sehr gut trainiert, hat sehr hervorragende Lehrmeister, Happel, Zebek, von denen hat er natürlich eine Menge übernommen. Ja. Bei verschiedenen Vereinen sehr erfolgreich. Rot-Weiß Oberhausen, erinnere ich mich. Fortuna Fortuna Düsseldorf. Düsseldorf, genau. Also es Ja. war schon. Spannend, spannend. So, und jetzt der Schwung zurück ins Hier und Jetzt und gerne mal zu Schalke 04, haben wir ja gerade schon angerissen. Das war ja dein anderer Verein. Wir haben über Werder Bremen gesprochen. Schalke 04, nochmal kurz angerissen, war ja dein anderer Verein, bei dem du 12 Jahre warst. Wie schaust du auf die Ist-Situation deiner Königsblauen? Ja, ich war auch am Wochenende gegen Braunschweig im Stadion und es war erstmal wichtig, dass man dieses Spiel gewonnen hat, weil es war schon ein immens wichtiges Spiel nach der Niederlage in Kaiserslautern, um dann wieder zurückzukommen, um auch in der Tabelle vielleicht den einen oder anderen Punkt aufzuholen zu den anderen Mannschaften. Die tabellarische Situation ist ja nicht so, dass man sagen kann, oh, man ist schon völlig raus da unten, Gar sondern diese nicht. 3 Punkte waren enorm wichtig, aber. Und jetzt kommt auch das Aber, man muss in den nächsten Spielen nachlegen, weil dieser Abstiegskampf kann noch ganz, ganz zäh werden. Durch diese ersten Niederlagen zu Hause der HSV in Kaiserslautern hat die Mannschaft sich wieder selbst unter Druck gesetzt. Man muss jetzt sehen, dass man auch weiter punktet. Es langt nicht nur ein Heimsieg 1-0 gegen Eintracht Braunschweig, sondern man muss nachlegen in den nächsten Spielen. Der Tabellen, es gibt da in dieser zweiten Liga, ich weiß, das ist jetzt eine Floskel, aber da gibt es keine einfachen Spiele. Du fährst nicht einfach irgendwo hin und sagst, da gewinnst du mal so im Nebenbei. Das wird es nicht geben in den restlichen Spielen. Jedes Spiel muss so angenommen werden, wie das auch am Samstag der Fall war. Das hatte ich schon dieses Gefühl, dass die Mannschaft unbedingt gewinnen wollte, auch alles reingepackt hat in dieses Spiel und das erwarte ich in allen Spielen bis zum Ende der Saison, dass man frühzeitig diesen Klassenerhalt klar macht, dass man dann auch planen kann fürs nächste Jahr. Und Didi sagte am Anfang was, die Jungs spielen nicht nur für diesen Verein, es gibt Mitarbeiter, die schon ganz, ganz lange Jahre dort sind und auch für diese Leute sollte man Fußball spielen, um zu zeigen, hier, Schalke ist schon was Besonderes und das will ich in den nächsten Spielen sehen. Ja, Didi, weil genau das ist ja das Thema. Ne? Jetzt gewinnst du mal kurz 1-0. Jetzt müssen, glaube ich, alle aufpassen, dass da jetzt nicht irgendwie mal 2-3% Spannung rausgeht, weil die Situation ist unverändert kritisch. 23 Zähler, damit 3 Punkte vor dem Relegationsrang 16, Rostock 20 Zähler, Schalke 23. Also alles super eng beieinander. Jetzt fährst du zum Tabellendritten nach Kiel. Da war das Hinspiel auch nicht gerade ein glückliches. 0-2 verloren, rote Karte, alles mit dabei. Da lief auch alles gegen Schalke. Und oben bei Kiel im hohen Norden zu gewinnen, das machst du auch nicht mehr so eben. Also es bleibt eine sehr bedrohliche Situation und ein Abstieg wäre ein absoluter Super-GAU für einen kompletten Verein. Also ich will nicht sagen, geht da komplett an die Existenz, aber nahezu. Ja, ich hoffe, dass die Spieler das jetzt verstanden haben. Am Wochenende war eine Leistung, die war sehr engagiert von der ersten Minute an. Die Jungs sind engagiert in die Zweikämpfe gegangen. Dann wird auch der eine oder andere Fehler verziehen mal. Es war sicherlich spielerisch keine gute Leistung, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Das war ein Arbeitssieg. Aber am Ende war dieser Sieg auch verdient. Sicherlich war viel Stückwerk auch noch dabei. Es ist jetzt ganz wichtig, dass der Trainer die Spannung hochhält. Ich gehe davon aus, dass er das macht. Er hat ja, auch Wilmots wird im Hintergrund, glaube ich, schon auch mit den Spielern viel sprechen, um die Spannung oben zu halten. Kiel ist jetzt ein ganz gefährlicher Gegner. 3 Spiele nicht gewonnen. Haben ja auch schon vom Aufstieg gesprochen. Stehen noch auf dem Aufstiegsplatz oder auf dem Relegationsplatz für den Aufstieg. Müssen natürlich auch. Jetzt im nächsten Heimspiel stehen sie auch unter Druck vor ihrem eigenen Publikum, ganz klar. Auch der Trainer kommt schon ein wenig in die Kritik. Ich gucke immer Nord3 sonntags und da höre ich immer so ein bisschen raus. Und ja,
Das ist ein ganz spannendes Spiel und Olli hat recht. Jetzt müssen wir weiter punkten. Ganz wichtig, dass wir jetzt diesen Punkt vergolden mit dem Erfolg in Kiel. Selbst wenn wir da nur einen Punkt holen, wäre schon super. Hauptsache, wir verlieren nicht, um dann im nächsten Heimspiel wieder zu versuchen, 3 Punkte zu holen. Aber ich bin der gleichen Meinung wie Olli, das wird bis zum Schluss gehen. Weil diese zweite Liga ist unglaublich ausgeglichen. Siehe jetzt am Wochenende, Paderborn führt auf einmal in der ersten Halbzeit 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf. Oder Fürth holt auf einmal ein 2:0 auf, wieder gegen St. Pauli. All diese Geschichten, da sind Ergebnisse bei, da ist man total verwundert, wo man gar nicht mit rechnet teilweise. Und ich hoffe, dass es jetzt endlich Klick gemacht hat. Aber das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Hoffentlich hat es endlich Klick gemacht. Und dann spielen wir auswärts meistens und bringen so, dann so eine desolate Leistung, wie wir sie in Kaiserslautern gezeigt haben. Und da frage ich mich dann ganz ehrlich, was geht eigentlich in den Spielern der Köpfe? Oder in den Köpfen der Spieler vor. Weil das ist nicht normal. So kann man nicht so unterschiedlich spielen, Woche zu Woche. Und das ist dann aber auch für mich in manchen Bereichen ohne Qualitätsfrage. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und da muss man sich dann Gedanken machen, ob man diesen Spieler noch aufstellt. Ich sage mal ein Beispiel: Mohr. Der hat für mich noch keine so richtig überzeugende Leistung gebracht. Und jetzt wird er wieder gebracht und hat von 5 Ballkontakten wird dreimal ein Gegenangriff eingeleitet, der so, wo zweimal fast zum Tor führt. Und da muss ich mich auch fragen, warum bringe ich so einen Mann und nicht Uwe Johann rein dann in dem Moment? Für mich müsste Uwe Johann sowieso von Anfang an spielen, links offensiv. Er ist auch brandgefährlich für Standards. Wie du gesehen hast, wir waren gar nicht gefährlich mit Standards, überhaupt nicht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, so ein Spieler gehört für mich dann unter die ersten 11. Und warum bringt er ihn nicht? Ich weiß es nicht. Also Wir jetzt, sind natürlich nicht in der Woche beim Training dabei. Wir wissen nicht, wie der Spieler sich zeigt in der Woche über. ja, aber trotzdem, weil ihr ja auch beide Bundesliga mal gespielt habt, ist es auch manchmal so, dass Duell, wo praktisch der eine einen Ticken besser ist als der andere, trotzdem der etwas weniger objektiv, natürlich nur, der objektiv etwas weniger gute Spieler dann in die Startelf befördert wird und der etwas bessere draußen bleibt, weil es da Befindlichkeiten mit dem Trainer gibt. Es ist durchaus möglich. Ich weiß nicht, was der Trainer sich denkt, wenn er die Aufstellung macht. Wie gesagt, wir sind in der Woche nicht dabei. Ich kann für mich sagen, bei mir würde Uwe Johann spielen. Ganz klar. Für mich würde er spielen. Aber wie gesagt, das ist eine. Olli ist auch Trainer. Jeder Trainer hat seine eigene Philosophie. Jeder Trainer sieht seine Jungs in der Woche über. Für mich würde Uwe Johann schon spielen, weil er halt gefährlich ist mit diesen Standards. Und wenn er offensiv spielt, ich würde ihn auch nicht hinten links defensiv stellen, weil da hat er Probleme. Aber in der Offensive würde er uns gut tun, weil er könnte auch damit Terodde füttern. Weil Terodde muss gefüttert werden vorne in der Spitze. Ganz klar. Olli, was meinst du? Also gibt es so eine Konstellation, wo du denkst, okay, da wird mal einer aufgestellt, der kennt vielleicht mit dem Trainer besser? Ja, ich glaube einfach, das ist die Situation. Jeder Trainer hat seine Vorstellung von seiner Mannschaft und wie er spielen möchte, was. Es hängt ja schon mal vom System ab, wie spielt er. Hat jetzt Mörkin auf der linken Defensivseite. Der hat mich auch nicht enttäuscht. Ich finde, dass der das gut gespielt hat, Mörkin zum Beispiel. Hat das defensiv sehr, sehr gut gespielt. Hat gleich in der ersten Minute einen Querpass verhindert. Da hätte Braunschweig sogar in Führung gehen können nach 2, 3 Minuten. Also ich fand Mörkin sehr, sehr engagiert, sehr mutig. Didi sagt ja, er sieht Uwe Johann mehr in der Offensive. Der Trainer hat sich dazu entschieden, Idrissi im offensiven linken Mittelfeld aufzubieten, der einfach auch ein bisschen mehr Kreativkraft bringt, der ein anderer Spielertyp ist. Und da muss man sehen, jeder Trainer hat so seine Vorstellung. Und das muss man halt sehen. Es geht ja darum, was ist für diese Mannschaft, für diesen Verein die beste Mannschaft, um erfolgreich zu sein. Und wenn diese Mannschaft, so wie sie jetzt zusammengestellt ist und dann in den nächsten Spielen auch punktet, ist alles okay. Und wird auch der Didi sagen, der Trainer hat alles richtig gemacht. Sollte es aber nicht der Fall sein, werden wir alle uns wieder hier hinsetzen, jede Woche und sagen, was stellt er dafür, warum stellt er denn wieder auf oder warum bringt der Uwe Johann nicht? Das ist immer so. Aber das Ergebnis heilt die Mittel. Das heißt, wenn ich ein Ergebnis bringe, habe ich es richtig entschieden und dementsprechend können dann alle sagen, was sie wollen. Also, es wird einfach auf das Ergebnis drauf abzielen. Und ich glaube, dass Schalke, obwohl wir jetzt über einen Spieler sprechen, ne, in der Breite trotzdem eigentlich genug aufgestellt sein muss und so gut aufgestellt sein muss, um in dieser zweiten Liga zu bestehen. Und das erwarte ich einfach, dass
dass alle, weil wenn man die Namen der einzelnen Spieler durchgeht, das ist ja so viel Zweitliga-Erfahrung auf dem Platz. Nur manchmal denke ich mir, wo ist diese Erfahrung? Ich sehe die zu selten. Und das wundert mich schon manchmal. Ja, und die nächsten 3 Spiele werden natürlich schon noch entscheidend. Da wird sich zeigen, in welche Richtung geht der Weg. In Kiel, dann zu Hause gegen Wiesbaden, auch nicht ohne, jetzt auch Nee. 2-2 gespielt in Karlsruhe. Und dann in Magdeburg gegen die Wand anzuspielen, ist immer schwierig. Aber das sind so Spiele, da musst du jetzt Punkte holen, weil danach wird es nicht einfacher. Dann spielst du zu Hause gegen Pauli, gegen Paderborn, beide sehr spielstarke Mannschaften. Dann musst du zur Hertha nach Berlin. Also insofern, jetzt gerade die nächsten 3 Spiele, wenn du da so ein bisschen mal so einen Puffer auch einbauen möchtest, dann ist jetzt die Möglichkeit da und vielleicht dann schon ja auch in Kiel am kommenden Wochenende. Wie ist da euer Tipp? Kleine Tipprunde, Kiel-Schalke? Ja, ich denke, wir spielen 1-1. Ja, unentschieden wäre toll, aber ich glaube, jetzt ist die Chance da, in diesen Spielen gegen Kiel, Wiesbaden und Magdeburg zu punkten. Du musst jetzt punkten. Ich als Trainer sage, ich würde jetzt gewinnen wollen in Kiel. Vielleicht auch diese Situation, dass man in Kiel im Moment nicht personell und auch von was die Mannschaft auf dem allerhöchsten Niveau ist, das vielleicht auszunutzen, um einfach einen Dreier zu setzen in Kiel. Okay. Und bevor wir den Podcast schließen, gucken wir das nochmal ganz kurz an, was da unter der Woche jetzt passiert. Auch super spannend, DFB-Pokal. Und auch deswegen so spannend und so besonders in diesem Jahr, weil einige Zweitligisten dabei sind. Mit Fortuna Düsseldorf, die stehen im Halbfinale. Es steht der 1. FC Kaiserslautern im Halbfinale. Das glaubt man gar nicht, wenn man das so liest und hört. Und ja, vielleicht ja noch, wenn es zur ganz großen Sensation kommt, Saarbrücken als Drittligist, ansonsten eben Gladbach. Naja, und dann haben wir noch so ein Spiel, wo viele sagen, vorgezogenes Endspiel, Leverkusen gegen Stuttgart, morgen Abend. Wer kommt denn da weiter? Also, was halt für den VfB spricht, Ito vom Asien Cup und Guirassy vom Afrika Cup, beide wieder zurück. Wahrscheinlich Guirassy dann auch in der ersten Elf, könnte ich mir vorstellen. Bei Leverkusen fehlt Cousinou noch hinten, haben sich jetzt aber auch stabilisiert personell wieder. Für mich ein Duell auf Augenhöhe, was meint ihr? Ja, ich glaube, das ist ein hochinteressantes Spiel. Stuttgart, die Überraschungsmannschaft für mich in dieser Liga dieses Jahr, weil sie nicht nur auch von der Tabelle dort stehen, wo man sie eigentlich gar nicht erwartet hat vor der Saison, aber auch fußballerisch und auch von der Art und Weise, wie sie ihre Spiele gewinnen, dominieren, wie sie die begleiten, finde ich enorm stark. Klar, wir werden bestimmt auch nochmal über Leverkusen gleich reden. Das ist auch die Mannschaft in diesem Jahr. Aber Stuttgart ist für mich die totale Überraschung. Und auch in diesem Pokalspiel ist alles möglich in diesem Spiel. Das sage ich. Ich glaube, dass Stuttgart auch da überraschen kann, weil die frech sind, die sind mutig, die spielen nach vorne. Es kommen wieder Spieler zurück vom Afrika Cup. Das ist richtig. Und auch die werden der Mannschaft wieder neue Impulse geben. Also hochinteressantes Spiel, ich freue mich drauf. Wer kommt weiter, Stuttgart oder Leverkusen? Wenn du dich festlegen müsstest. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, Leverkusen kommt weiter, weil sie zu Hause spielen, weil sie vielleicht individuell noch einen Tick besser sind. Aber es wird ein ganz, ganz enges Spiel. In der Verlängerung kommt Leverkusen weiter. Ja, für mich ist wichtig, dass die Leverkusener Spieler nicht schon das Spiel gegen Bayern im Kopf haben. Dass sie nicht schon mit den Gedanken vielleicht das ein oder andere Mal bei diesem Spiel sind. Ja, und dann heißt es halt, ob sie diesmal konsequenter ihre Torschancen nutzen, weil sie werden sich wieder viele Torschancen rausspielen. Ganz klar, weil sie einfach tollen Fußball spielen. Sie lassen die Kugel laufen, spielen klasse. Die Stuttgarter werden auf Konter warten, haben mit Undav natürlich im Moment den Stürmer des Monats, sag ich mal. Meinst du, die stellen sich hinten rein? Ja, ich glaube schon. Sie Okay. warten, weil es ist ja schwer gegen Leverkusen nach vorne zu spielen. Ich glaube schon, dass sie sich ein bisschen zurückziehen und dann darauf warten, auf Fehler und dann schnell und geradlinig nach vorne zu spielen. Sie haben mit Führich einen schnellen Mann, sie haben ja schnelle Leute vorne. Und das glaube ich schon. Ich glaube, es gibt keine Verlängerung. Ich glaube am Ende aber auch, dass Leverkusen weiterkommt. Okay. Ich glaube, es wird ein anderes Spiel. Ich glaube tatsächlich, also dass Leverkusen weiterkommt, kann ich mir auch gut vorstellen, aber die werden beide nach vorne den Vorwärtsgang suchen. Also in der Liga, total spannend, hatten wir das 1-1 zwischen Stuttgart und Leverkusen. In der ersten Halbzeit hat der VfB Leverkusen an die Wand gespielt. Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Dann hat Alonso zwei, drei Dinge umgestellt in der Halbzeit und in der zweiten Halbzeit kam Leverkusen. Also das Spiel praktisch komplett auf den Kopf gedreht und deswegen war es am Ende auch ein leistungsgerechtes 1-1. Aber man hat gesehen, beide Trainer wissen genau, wie sie ihre Mannschaften einstellen müssen, damit beide Mannschaften auch ihre Qualitäten und die Ligennummer in der Offensive auch entfalten können. Also ich glaube, das wird
ein komplett wildes Spiel mit zwei offensivstarken Mannschaften, wo sich, wer jetzt auch mein Tipp, Leverkusen durchsetzt. Aber schauen wir mal. Wir sprechen jetzt in dieser Folge nicht mehr allzu sehr über Leverkusen, weil wir das nächste Folge definitiv tun werden und auch müssen, denn die haben jetzt nicht nur das Spiel gegen Stuttgart, sondern eben auch dann das Knallerspiel am Samstagabend gegen den FC Bayern. Es wird die Meisterschaft nicht entscheiden, aber es wird auch ein Fingerzeig sein, wer sich am Ende vielleicht da durchsetzen kann. Leverkusen gegen München um 18:30 Uhr in der Bayer Arena am Samstagabend und natürlich Thema in der kommenden Folge, wo wir wieder einen neuen Gast haben. Wer genau, verraten wir jetzt noch nicht, also bitte wieder gerne mit dabei sein. Aber für diese Folge darf ich mich recht herzlich bedanken bei dir, Didi, und natürlich auch bei dir, Olli. Es war uns eine Riesenfreude, dass du mit dabei warst, deine Expertise hier zum Besten gegeben hast und auch so ein bisschen was aus den Geschichtsbüchern nicht vorgelesen hast, aber vorgetragen hast, deine eigenen Erfahrungen aus den vergangenen Zeiten. Finde ich immer total spannend, dazu zu hören, zumal du ja auch schon so viel Erfolg hattest mit den jeweiligen Vereinen, so viel erlebt hast und immer wieder gespannt, ja, was du da so zu berichten hast. Also ganz lieben Dank. Gerne. Und ja, für euch eine gute Fußballwoche, eine gute Zeit, bleibt gesund, behaltet eure gute Laune und gerne bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Sure.